Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge hat uns Jesse zu Hause abgefangen, kurz bevor er schlafen gehen wollte, und hat uns nochmal einen Auftrag in die Fresse gedrückt. Das Gute ist, wir haben eine Beschwörung bekommen und diese werden wir auch in naher Zukunft einsetzen. Und jetzt werden wir erstmal Jessys Vater beklauen. Ich weiß, er gibt alles wenig Sinn, aber es wird Sinn ergeben. Viel Spaß. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Warum guckst du dann die Katzen an? Ist das, heißt das Licht Essenszeit? Na dann. Okay, ja gut, die Katze wird wahrscheinlich jetzt einfach reingehen. Können wir da irgendwas sehen? Oh. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum sie in den Widerstand gegangen ist. Ist das ihr Vater, ihr Bruder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hängt der eine an einer Maschine und ist wahrscheinlich, von dem Makroentzug krank geworden. Wieso gibt es überhaupt hier eine Hintertür? Hintertüren geben doch nur Sinn, wenn man einen Garten hat. Ah, der Gartenschlauch, klar. Hallo? Tür? Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Das Ding ist, bei jedem Schritt raschel ich. Ich bin nicht der beste Dieb. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Das siehst du schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Da, sein Anzug. Er arbeitet mitten im Reaktor. Also entweder hat er Makro abbekommen oder ihm wurde Makro selber abgezogen. Ein Brief? Ich bin neugierig, klar, lesen wir den. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Hier, frisch aus dem Ofen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Im Gold Saucer? Der ist aber ein bisschen weit weg. Das, die Eltern müssten also wissen, dass sie nicht da arbeitet. Weil der Gold Saucer ist wirklich sehr weit weg. Darf ich noch ein Stück? Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Mann, schmeckt das gut. Nichts für ungut. Er hat die Tasche nicht geöffnet, bevor er es reingesteckt hat. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Kann ich hier noch irgendwie rumschnüffeln? Wedge,
Ich sollte gehen. Nein! Verdammt, ich wollte rumschnüffeln. Ist noch ein Stück da? Und ich muss sagen, er ist nicht mal angeschlossen. Wessen Puls misst du gerade? Seht ihr die Kabel, die überall rausführen und alles? Aber nichts führt ins Bett. Bluetooth-Verbindung? Gab es das da? Ich glaube nicht. Na gut, und raus hier. Ich könnte noch was vertragen. So easy, Jessys Vater beklaut. Oh, Auto, verstecken. Ich glaube, das wäre ich, ne? Ich bin ein Ninja sondergleichen. Ich dachte, das wäre das Auto und es hätte irgendwie, keine Ahnung, krasse Musik erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut. Gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Warte mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Es heißt übrigens Ex-Soldat. Das ist eine Organisation. Jesses Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer. Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen.
und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Also hat er Marco abbekommen. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Okay, es gibt eine kleine Sache, wo ich mich wundere. Energie wird ja nicht verbraucht, sondern sie wandelt sich nur um. Was wird aus der Marco-Energie? Ich meine, klar, teils Wärme, aber da muss es doch ein Ausscheidungsprodukt geben. Kann man das der Erde nicht wieder zuführen, dass die Erde es quasi wieder ein bisschen reinigt? Ich weiß es nicht. Ich meine, man kann schlecht die Natur anrufen und sagen, hey, wir haben hier ein bisschen Marco-Scheiße. Kannst du daraus wieder Marco machen? Aber ja, es ist rein theoretisch, also laut Prinzip des Spiels ist Marco bzw. Marco-Energie die Seele des Planeten. Die saugen quasi die Seele des Planeten auf und erzeugen daraus Energie. Klar kann man die Seele nicht wieder zurückführen und sagen, hey, ja, wir haben ein bisschen drauf geschissen, aber ist fast wie neu. Es geht ja nicht. Aber trotzdem, es gibt ja Ungereimtheiten. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Oh. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Waren das die Schatten? Haben die jetzt hier eine dritte Partei mit ins Spiel eingebracht? Die Schatten quasi die Erde an sich, die sich wehrt? Da ist der Platz. Hier dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo hinten an sie ranschleichen. Na gut, wir haben hier ein Bettchen, ich müsste aber noch volles Leben haben. Wir schauen uns trotzdem mal hier ganz kurz um. Eine Pausenecke, aber ich sehe eine Truhe in dieser Pausenecke. Was kriege ich? Supertrank. Ich habe schon gedacht, so Limonade oder so, Cola, irgendwas dergleichen. Ah, guck mal, hier geht's runter. Das wird wahrscheinlich nicht der Weg sein, den wir benutzen sollten. Aber ich laufe trotzdem mal hier entlang, um mal zu gucken, was hier so ist. Noch eine Pausenecke. Munition. Sind das Tore? Kommen da vielleicht Gegner raus oder so, mit denen man trainieren kann? Oh. Oh. Nichts leichter als das. Ach so. Nur so eine billige Dinger. Ah! Oh! Alles klar. Okay, der erste ist weg. Ja, komm, schieß auf mich. Ist das alles? Das Schwert ist richtig gut, es gefällt mir. Dadurch, dass die normalen Angriffe zwar nicht so stark sind, aber dafür die Fähigkeiten sehr stark, ist das schon ziemlich gut. Trainingsbonus erhalten. Oh cool, kann ich jetzt hier trainieren ohne Ende? Nee. Ging leider nur einmal.
Schade. Aber cool. Ich kann hier trainieren ohne Ende. Und Dinge farmen. Aus dem Weg. Ist das alles? Das war's dann. Nimm das. Ja gut, es ist jetzt nicht viel. Man kriegt so ein bisschen Erfahrung. Wenn ich das jetzt eine Stunde mache. Ah gut, dann spare ich vielleicht 10 Minuten im Spiel. Vielleicht auch nur eine. Aber cool. War cool. Oh, was haben wir denn hier? Energy Drinks. Supertränke kaufe ich immer gerne. So, 2 Phönixfedern können auch nicht schaden. Gegengift habe ich 5 noch dabei. Heiltränke habe ich auch noch unendlich. Okay, ruhen wir uns mal ganz kurz aus. Ja, immerhin ein hartes Training hinter mir. Gut, dann wollen wir mal der Jessie helfen und hoffen, dass mein Controller nicht den Geist aufgibt, weil ich habe noch einen Strich. Ja, das ist blöd. Da müssen wir mit leben. Wenn es soweit ist, ist es soweit. Dann haben wir halt Probleme. Gut. Ich habe noch kein Signal gesehen. Nicht so weit weg. Ja. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Ich war schon da. Wir haben schon alles unter Kontrolle. Manchmal werden im Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, deine Reserven aufzustocken. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Hab ich schon. Ich hab vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Falls du was vergessen hast. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Ich bin bereit. Alles klar, dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Wollen wir mal gucken, wie das mit dem Beschwören funktioniert. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Ach so. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Oh,
Aber sag bloß, dass sie alles umgeschrieben haben. Nein. Die Erinnerung sollte erst später kommen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessies Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Und mit diesen Vergangenheitserinnerungen schließen wir heute ab. Es ist ein bisschen seltsam, dass diese Erinnerung jetzt kam. Weil sie war irgendwann an einem ganz anderen Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, es verwirrt mich alles noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich einfach den alten Teil nochmal spielen, einfach nur um zu gucken, wie das war. Naja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.